sterben die definitiv nicht mehr einfach. Ich nehme ein Foto und es ist plötzlich ein. So. Grundsätzlich, wir müssen heute die, Kuppeln tauschen. Also nicht komplett tauschen. Die Kuppel besteht aus metallischen Kupplungsringen und Kupplungslamellen. Die sind eine Art Kork auf irgendwas anderem drauf sozusagen. Ich habe keine Ahnung wirklich. Bei mir, weil die wechseln sich immer ab und die sitzen in einem Kupplungskorb drin. Und all das ist hier dahinter. Das ist hoffentlich gefüllt mit Öl. Deshalb habe ich hier eine Kübel drunter. Und das ist der Zünder. Den haben wir jetzt einmal freigelegt. Den muss ich jetzt abbauen, damit wir so diesen Teil rausnehmen, damit ich hier zu dem Ölablassschrauben ran kann. Ja, ich habe das gerade beim Aufschrauben gesehen, dass die Schraube hier an einer Stelle ein bisschen dünn ist, unten am Riss hat. Das heißt, die werde ich nicht mehr einbauen. Das gibt halt die Gefahr, sondern es hat ist, dass wenn ich die jetzt einbaue wieder, dann kann es sein, dass ich die beim Zudrehen abreiße, weil ich sie so sozusagen zudrehe. Und das wäre gar nichts, weil der kommt ja nicht mehr rein. Das heißt, die wird ausgetauscht. Die auch. Okay, das heißt, ich muss zwei Schrauben austauschen. Ich muss schauen, ob ich da welche da habe, die ich stattdessen reingeben kann oder ob ich da noch welche kaufen muss. Warum habe ich gefunden? Egal. Auf jeden Fall, wir machen jetzt hier mal die zwei Schrauben und die hier. Dann schauen wir, ob wir den Rest auch aufmachen müssen, ob wir da so reinkommen. So, wo habe ich den Schraubenzieher abgelegt? Ich drehe den nur ein Stückchen raus. Ups. Das ist auch gehen. Ja, das war, was jetzt gerade passiert, wollte nicht, dass passiert, weil dadurch treibt ihr die Schraube ab und dann geht das gar nicht mehr raus. Das ist gar nicht gut, dass das gut funktioniert. So. Ich bin wieder da. Ich habe jetzt den ersten Werkzeug geholt, so schaut das aus. Das nennt sich Schlagschrauber. Und dafür brauche ich einen Hammer. Und theoretisch soll ich das hier ansetzen. So draufhauen. We did it! Den haben wir gebraucht. Das nehme ich auch raus. Und jetzt können wir endlich das Öl rauslassen. Jetzt können wir das hier nämlich zur Seite geben. Am besten nehmen wir das hier noch hier raus und stecken das hier so rein. Und hier auf der Seite, damit das nicht das. Ich glaube, das Öl fällt. Dann holen wir. Ich darf hier wieder die Nummer 17 holen. So
wieder zu tun. Dann geht's eh auf. Aber dieser erste Schlag ist oft der beschisseste. So. Jetzt die Nummer 17. Au! Das waren meine Finger. Das ist locker. Ich mach das jetzt gerne einfach mit den Fingern fertig. Au! So, jetzt ist mir hier der Akku ausgegangen. Okay, eigentlich würdest du jetzt, ich habe jetzt das hier mit Kabelbindern festgemacht erstmal. Eigentlich würdest du jetzt das Motorrad vorklippen, damit eben so viel Öl aus diesem Behälter rausfällt wie möglich. Ich krieg das jetzt gerade nicht hin, primär weil ich alleine bin, das Ding viermal so viel wiegt wie ich. Das heißt, wir gehen jetzt einfach, ich hole mir gleich noch ein Stück Karton und dann gehen wir einfach das Risiko ein. Legen die Karton drunter und schrauben den ganzen Rest auf. In der Hoffnung, dass nicht mehr zu viel Öl drin ist und ich eigentlich schon längst hätte nachfüllen müssen. Das mache ich mit den Fingern. Jetzt sammle ich mir einfach alle Schrauben hier in der kleinen Schüssel sozusagen, die wir vorher hier weggeschraubt haben. Das hier ganz einfach runter zu poppen. Ja, ihr seht, wir fangen das meiste Öl auf. Den legen wir jetzt hier vorsichtig hin. Das die Punkte stellen. Und hier sehen wir schon den Übeltäter. Das ist der Kupplungskorb mit den Lamellen, die seht ihr hier draußen.
diese einzelnen Dinge sind Lamellen. Und die Ringe liegen eh, diese Metallringe liegen eh ganz drin. Das heißt, das müssen wir hier aufschauen. Das wird ein Swift sein. Schätze ich. Gerade den Knick und ein kleines bisschen mehr auf. Vorsicht, dass wir uns nicht drehen. Einzwicken. Die andere ist, wie gesagt, eigentlich sternförmig. Aber. Was hast du für mich gern? Passt perfekt.